Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, das große Auffüllen hat jetzt begonnen. Also, die letzte Schicht hier auffüllen. Dann haben wir es auch schon so gut wie geschafft. Jedenfalls unseren Bauplatz fertig zu kriegen. Und ja, ich denke mal, hier können wir die Treppe einreißen. So. Während wir hier auffüllen, räumen die Steinchen auf. Sehr schön. Ein Stein liegt hier noch, glaube ich, rum, ja. Flupp. Und eigentlich könnten wir uns so langsam die da schnappen und sie wieder in die Quarry verfrachten und das Cleanup abreißen. Weil hier ist jetzt genug Platz wieder, den sie füllen können. Da liegt immer noch der eine Baumstamm oben auf den Steinen. Nee, machen wir ruhig so. Oder noch besser, gehen wir etwas weiter. Und fangen auch schon auf der anderen Seite an aufzufüllen. Ihr verursacht hier wieder richtigen Saustall, wie ich sehe.
So, sammeln wir auf. Gut. Bin mal gespannt, wann der nächste Teil der Treppe wegbröselt. Schön, da liegen wieder Steine rum. Und ich glaube, wir wechseln wieder auf 7, 8, also 8 im Steinbruch. Warum auch immer sie das schon wieder so machen müssen. Übersteigt komplett meine Logik. Ja, auf der Seite bricht immer mehr von der Treppe weg. Oh, ihr seid schon wieder fertig hier. Habe ich vor lauter Quarry nicht mitgekriegt. Entschuldigung. So. Manche der Säulen sehen auch schon interessant aus. Vor allem die scheinen unterschiedliches Muster zu haben, je nachdem in welche Richtung man sie ausrichtet. Sieht man das zufällig hier bei den Blöcken? Nö. Das ist also reiner Zufall. Sollte es bei Holz aber auch sein, ein bisschen. So, Unterschiede.
ja ein bisschen so wie bei den Brettern, wobei die Bretter sehen eindeutig alle gleich aus. Hier schnorren sie sich schon wieder gegenseitig die Steine weg. Ja, die Wegfindung manchmal. Wobei, so könnte es ein bisschen realistischer wirken, wenn sie dann erst noch überlegen müssen, wo muss ich jetzt lang? Bin ich hier richtig? Und ja, im freien Bauen macht das jetzt nicht so viel aus, aber in einer Invasion oder einem Conquest ist das unnötige Schwierigkeitsgraderhöhung. Vor allem, wenn im Hintergrund noch die ganze Zeit die Corruptron-KI läuft. Die macht es ja auch nicht gerade viel besser, muss ich sagen. Also ich weiß, dass die Corruptons teilweise selber nicht mal wissen, wo sie hinwollen. Hallo? Moment. So. Ja, da liegen wieder Steine rum, die eingesammelt gehören. So. Oh, hier sieht's gut aus. Macht erstmal noch das voll. In der Zwischenzeit können wir noch einen flatten. Das ist kein flatten. Nein. Das ist ein flatten Task machen. Nicht so hoch, sondern so hoch. Und vier, ein paar von euch darüber verschieben. So.
Gut. Ja, das sieht doch schon mal gut aus hier. Nur noch eine kleine Stufe und dann haben wir das auch geschafft. Du da? Ja. Hier können wir übrigens einen wieder zurückversetzen. Also ja, gerade ist die Balance noch ziemlich gut zwischen Steinabbau und Flätten. Ist zu breit. So. Sehr gut. Hey, cool, da sind auch schon die ersten zwei Blöcke. Und da bröckelt wieder ein Stück von der Treppe ab. Und da ist auch wieder ein Stück Treppe abgebröckelt. So, wie viel hast du jetzt? 19? Jetzt hast du gleich 20. Gut. Du hast jetzt 6, okay. Gut, wie sieht's hier aus? Ihr seid fast fertig. Oh, ich habe hier drüben zwei Felder vergessen. Hey. Ah ja, stimmt. Die wollte ich eh dann mit dem flächendeckenden, glaube ich, füllen.